Meditation für die Selbstliebe. Die Selbstliebe ist in jedem, in jeder von uns zu Hause. Und die Meditation dient dazu, die Verbindung zu stärken zu deiner Selbstliebe. Aber sei dir sicher, sie ist da. Sie ist jetzt schon da. Leg dich in eine Position, die für dich angenehm ist, auf den Boden oder aufs Bett oder auf eine Liege. So wie es dir gut tut. Auf den Rücken oder auf den Bauch. Es ist schon ein Akt der Selbstliebe, genau die richtige Position für dich zu finden. Das, was sich jetzt gerade gut für dich anfühlt. Vielleicht brauchst du noch ein Kissen unter dem Knie oder an dem Kopf. Sorg da gut für dich. Was brauchst du, um die nächsten Minuten meiner Stimme gut folgen zu können? Und wenn du diese Position gefunden hast, dann lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Und als erstes Mal mit der Aufmerksamkeit zu deinem Atem zu gehen und langsam den Raum in dir zu betreten. Das, was vorher war, kannst du ausatmen. Die Aufmerksamkeit, die wahrscheinlich die ganze Zeit nach außen ging, kannst du jetzt nach innen wenden. Und die geschlossenen Augen helfen dir dabei, zu dir zu kommen, anzukommen bei dir. Vielleicht hilft es dir auch, die Hände auf deinen Bauch zu legen und zu spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Und mit ein paar kräftigen Atemzügen kannst du all das, was bisher gewesen ist heute, ausatmen. Das, was dich vielleicht jetzt belastet und behindert, ganz bei der Meditation zu sein, darfst du gerne auch geräuschvoll ausatmen. Und dann lausche in den Körper hinein, in deinen Leib hinein, in dein Wesen hinein. Leg liebevoll deine Hände an die Stellen, die gerade eine liebevolle Berührung brauchen. Und schenk dir diese Berührung. Welche Berührung brauchst du gerade?
Welche Berührung hilft dir, in Kontakt zu kommen mit deiner Liebe für dich selbst? Die Fürsorge für dich selbst. Du kannst dir ein paar Minuten nehmen, um in dieser Haltung zu bleiben und zu spüren, wie dich deine Berührung nährt. Vielleicht ist es ein leichtes, sanftes Streicheln. Oder vielleicht verstärkst du auch die Berührung, um es deutlicher zu spüren. Schau, was du da gerade brauchst. Es muss auch nicht an dieser einen Stelle bleiben. Du kannst auch ja, über deinen Körper streichen. Über die Stellen streichen, die gerade liebevolle Zuwendung brauchen. Oder wo es sich einfach gerade angenehm anfühlt für dich. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Im Zentrum deiner Brust. Und damit meine ich einerseits das organische Herz, aber auch das energetische Kraftfeld deines Herzens. Vielleicht spürst du deinen Herzschlag. Wie das Herz das Blut in den ganzen Körper pumpt und dich mit allem versorgt, was du brauchst. All die Nährstoffe und der Sauerstoff. Und dieses Herz schlägt für dich. In jeder Sekunde, Minute um Minute, schon dein ganzes Leben lang. Für dich. Du musst nichts dafür tun. Es schlägt einfach. Es schlägt für dich. Dieses Herz schlägt für dich. Und das Herz ist der Sitz. Der Liebe. Und du kannst mal dein Herz wahrnehmen. Wie bist du da gerade zu Hause? Und was braucht dein Herz gerade? Spürst du eine Mauer oder ist es offen? Wende dich deinem Herzen, so wie es gerade ist, liebevoll zu. Schau wohlwollend auf das, was gerade da ist. In diesem Moment. Sag ja zu dem, was gerade da ist. Und es
Es ist ein Ja für dich. Ein Ja zu deinem Sein, wie du gerade bist. Und dann schau auch mal, was du tun kannst für dein Herz. Ob es etwas braucht. Ein bisschen Sonne, ein kleines Liedchen, eine Berührung oder auch einfach ein wohlwollender Blick. Schau wohlwollend auf das, was da ist. Und schenke deinem Herzen, damit dir, das, was du gerade brauchen kannst. Vielleicht ist es auch eine bestimmte Qualität oder eine Farbe. Sei wohlwollend mit deinem Herzen. Und als nächstes schau mal nimm mal deinen gesamten Körper wahr, dein gesamtes System, dein Wesen, das, wie du gerade da bist. Und schau mal, welche Lichtqualität, welche Farbqualität tut dir gerade gut. Und bade dich in diesem Licht. Stell dir vor, über dir ist eine Lampe und die leuchtet in diesem Licht. Eine Farbkugel, die in diesem Licht leuchtet, in dieser Farbe, die dir gerade gut tut. Und das kann jede Farbe sein. Das kann grün, rot, lila, rosa. Vielleicht ist auch ein bisschen Glitzer mit dabei, Perlmutt. Hülle dich in dieses Licht, diese Farbkugel sendet dir das Licht, das dir gut tut und badet dich darin. Du wirst umspült von diesem Licht. In der Farbe, die dir gerade gut tut. Dein gesamter Körper, dein gesamtes Wesen wird bestrahlt mit diesem wohltuenden, farbigen Licht. Eine Dusche, eine Lichtdusche, eine Farbdusche. Die dich wohlig umspielt. Dich mit allem versorgt, was du brauchst. Deine Seele nährt, deinen Körper nährt. Es ist eine Tankstelle für dich, zu der du auch immer wieder im Alltag zurückkehren kannst, wenn du jetzt die Meditation bald verlässt.
kannst du dich im Alltag immer wieder dran erinnern und immer wieder dich in dieser Farbe baden. Und ganz langsam tauchst du auf aus der Meditation. Fängst langsam an, deinen Körper zu bewegen, den Raum um dich herum wahrzunehmen und ganz langsam in deinem Tempo öffnest du dann wieder die Augen. Kommst an, da wo du gerade bist. Und spürst das Wohlwollen, das dir in den letzten Minuten widerfahren ist, das du dir selber geschenkt hast. Geschenk ganz an und lass es sich ausbreiten in deinem Körper, in deinem System und nimm es mit. Nimm es überall hin mit.